In diesem Video erfährst du, was hinter der Funktion Fade In und Fade Out steckt und wie du Videoclips aneinanderreihen kannst. Beginnen wir mit Fade In und Fade Out. Klicke hier zunächst in ein gewünschtes Video, also hier Videoclip 1. Klicke anschließend auf Filter und dann auf das Plus-Symbol, um die Funktion Video einblenden, also Fade In, zu benutzen. Diese Funktion wird anschließend oben links angezeigt. Klicke erneut auf das Plus-Symbol, um die Funktion Video ausblenden, also Fade Out, zu benutzen. Jetzt möchten wir natürlich auch noch die Länge des Fade In und Fade Outs einstellen. Hierzu klickst du bei Laufzeit auf Plus, um das Fade In oder Fade Out zu verlängern, oder auf Minus, um es zu verkürzen. Andernfalls kannst du auch einfach in der Zeitachse auf denjenigen Videoclip klicken und die Länge des Fade In bzw. Fade Out oben links mit deiner Maus verschieben. Wie du nun siehst, erscheint dein Video zu Beginn verdunkelt und zum Ende des Videos auch wieder, wodurch ein klarer Anfang und Ende deines Videos verdeutlicht wird. Wenn du Videoclips aneinanderreihen möchtest, klickst du in der Zeitachse das Video an, das du verschieben möchtest. Du schiebst es nun ganz einfach mit deiner Maus dorthin, wo du es gerne haben möchtest.